So, ah, hier gibt's sogar noch einen Menschen, ist ja Wahnsinn. Pathfinder, wie schön, dass Sie uns einen Besuch abstatten. Und bitte entschuldigen Sie den Staub, die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? In der Milchstraße war ich Soziologin. Man konnte zwar viele Kulturen studieren, aber die Bücher über sie waren alle schon geschrieben. Es gab für mich nichts Neues hinzuzufügen. Als ich von der Initiative erfuhr, verpflichtete ich mich sofort. Die Vorstellung, neuen Völkern zu begegnen, zu sehen, wie sie sich entwickeln und an die Lebensbedingungen angepasst haben. Ich konnte nicht widerstehen. Was ist das hier? Das Kulturzentrum ist ein Ort, an dem uns neue Völker, denen wir begegnen, besuchen können und wo ein Ideenaustausch stattfindet. Sie können hier mehr über die Spezies der Milchstraße lernen, während wir gleichzeitig ein Klima der Kooperation und des Verständnisses fördern. Wir bereiten gerade alles vor. Hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis wir unsere ersten Besucher begrüßen können. Was wissen Sie über die Cat? Das ist eine Spezies, die wir nicht so bald hierher einladen werden. Ich hatte gehofft, unsere Begegnungen würden friedlich verlaufen. Aber das war wahrscheinlich zu viel verlangt. Aha. Danke. Nichts zu danken. Ich hoffe, Sie finden in diesem Cluster neue Freunde und schicken sie zu uns. Und wenn Sie kurz Zeit haben, kommen Sie bitte nochmal zu mir. Ich würde Sie gerne um einen Gefallen bitten. Rede doch jetzt mit mir, ich bin noch da. Also wenn das ja deine ganzen Früchte deiner soziologischen Arbeit sind, dann hast du nicht sonderlich viel geschafft, muss ich sagen. Aber gut, reden wir mal mit der VI von der Gien. Auch wenn leider noch nicht alles... Hallo Nachbar, ich bin Gien Gulf, die Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich dachte, Sie würden vielleicht gerne mehr über unsere Pläne erfahren. Immer noch. Okay. Sehr gut. Wenn Sie das hier sehen, haben unsere Pathfinder ihre Aufgabe erfüllt und neue Freunde in der Galaxie gewonnen. Willkommen auf der Nexus. Aber ich möchte Sie beruhigen. Die Ankunft unserer Archen in Ihrem Gebiet hat möglicherweise Anlass zu Bedenken gegeben. Diese würde ich nun gerne zerstreuen. Was haben Sie in dieser Galaxie vor? Sehr gute Frage. Darüber würde ich mir auch Gedanken machen. Ich kann Ihnen versichern, wir haben keinerlei feindliche Absichten. Wir sind Pilger, die lediglich in Frieden leben wollen. Wir wollen neue Kulturen und Ideen kennenlernen und unsere eigenen mit ihnen teilen. Aber wir verstehen, dass man sich Vertrauen verdienen muss. Das ist in jeder Galaxie so. Und die Initiative freut sich darauf, genau das zu leisten. Warum haben Sie die Milchstraße verlassen? Das werde ich oft gefragt. Viele von uns sind von einer großen Neugier erfüllt, die nur eine Frage plagt. Was gibt es noch da draußen? Unsere eigene Milchstraße ist nur ein winziger Fleck in einem Universum voller Geheimnisse. Und für mich war der Gedanke, diese Geheimnisse in Andromeda zu erkunden, ein Ruf ins Abenteuer, dem ich nicht widerstehen konnte. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zuzuhören. Im Namen meiner Mitreisenden aus der Milchstraße möchte ich sagen, dass wir nicht gespannter darauf sein könnten, was die Zukunft für uns alle bereithält. Für dich offenbar den Tod. Also, vielleicht. Ich glaube ja nicht wirklich, dass sie tot ist. Ich glaube, da ist ja irgendwas gemacht worden, dass sie vielleicht stillgelegt wurde oder so und immer noch in Stase ist, damit andere ihre Position übernehmen können. Für Erdbeeren könnte ich sterben. Ihr habt hier Erdbeeren? Also, es gibt bessere Früchte, es gibt bessere Beeren als Erdbeeren, aber ich meine, besser als nichts, nicht wahr? So, schauen wir mal, ob wir hier noch jemanden finden, der unsere Hilfe benötigt, aber sieht momentan nicht danach aus hier, ne? Gibt's denn hier irgendwas Hübsches? Pflanzen in Terrarien, okay. Halt, was? Ach so, ich kann klettern, natürlich, warum nicht? Ja, brauchen wir aber eigentlich gerade nicht. So, was haben wir denn hier hinten? Hier sind die Läden, nicht wahr? Fahrzeughändler, Gemischtwarenhändler, was ist denn der Fahrzeughändler? Können wir hier irgendwelche Verbesserungsmods kaufen für unser... Achso, hier drüben.
Oh, in der Tat. Was haben wir denn eigentlich an Geld? Ich habe ein bisschen was zusammengeklaubt mittlerweile, weil ich auch Zeug verkaufen musste, was ich aus diesen Nebenmissionen, die man hier mit der Handy-App machen kann, bekommen habe. Aber so ultra viel war es jetzt natürlich nicht. Notfall-Schildentladung. Wenn die Schilde des Nomad völlig leer sind, werden die Schildzellen entladen, was eine Schockwelle erzeugt, die Gegner in der Nähe durch die Luft schleudert. Okay. Warum nicht? Wendigkeitsmodus, das klingt doch interessant. Ermöglicht die Deaktivierung des Stabilitätsassistenten des Nomad, der standardmäßig immer aktiviert ist, wodurch ein erfahrener Fahrer mehr Kontrolle über das Fahrzeug erhält. Ohne Stabilitätsassistent ist der Nomad wendiger, hat aber in der Kurve weniger Bodenhaftung. Das klingt witzig. Das kaufe ich. Honigwabe. Ein goldenes Sechseckmuster auf einer pechschwarzen Grundierung. Oh, wir können den... Oh, das ist ja cool. Wir können den lackieren. Monolith um Mitternacht. Ein einzigartiges geometrisches Muster nach dem Vorbild der Relikttechnologie. Wir können den lackieren. Das ist ja fetzig. Ich glaube, ich nehme mal diese Honigwabe. Warum nicht? So, die Schildentladung. Ja, ach komm. Warum nicht? Können wir mal ein bisschen Geld ausgeben. So, das ist doch auch ganz schön. Zack. Man gönnt sich doch sonst nichts weiter. So, Gemischtwarenhändler weiß ich nicht. Wir können mal kurz reinschauen, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nichts unbedingt. Oh, hier gibt es auch noch Mods. Okay, aber das müsste ich mir vielleicht mal wirklich in Ruhe anschauen, was es hier alles so gibt und was wir brauchen. Oh, ich habe gerade gesehen, dort konnte man auch Ressourcen kaufen. Also da war Titan mit zu erwerben. Das ist vielleicht für die Zukunft ganz interessant, wenn wir irgendwelche Sachen erforschen wollen. So, bevor wir jetzt weitergehen, muss ich mal ganz kurz schauen. Ah, hier ist der Aufzug. Ich würde sagen, ich kann bloß noch in eine Richtung zoomen. Ich kann nicht mehr rauszoomen. Das ist seltsam. Ich kann nur reinzoomen. Gut, egal. Wir gehen jedenfalls erstmal hier unten weiter. Es geht auch nach oben. Klar, sagen Sie mir einfach, welche. Wir bleiben erstmal unten. Dann besorge ich sie Ihnen. Waffenhändler können wir ein andermal schauen. Panzerungshändler. Machen wir auch ein andermal. Das Vortex. Okay. Was auch immer das Vortex ist. Ich schätze ein Nachtclub, so wie es klingt. Oh ja. Na, hier geht ja die Party ab, Mensch. Diese Flagge gehört Ihnen allen. Das ist Prodromos. Hey Liam, alles klar. Die Lage bessert sich, Pathfinder. Die Ressourcen kommen rein, die Schläfer sind bereit rauszugehen. Langsam fühlt es sich an wie die Initiative. Es ist noch nicht ganz das, was uns versprochen wurde, aber es wird. Ein gutes Gefühl, finden Sie nicht? Ich spüre es, Liam. Endlich kriegen wir unseren Neubeginn. Sag ich doch, sag ich doch. Wir kriegen unseren Scheiß unter Kontrolle. Wir zeigen einer neuen Galaxie, dass wir sie in den Griff bekommen. Hey, wenn ich's immer wieder sage, muss es stimmen, oder? Klar doch, wiederhol es nur oft genug, dann wird's wahr. So, Dutch Smith ist auch ein ganz toller Name. Reden wir doch mal mit den Barkeepern, die ultra viel zu tun haben gerade. Oh, nicht noch jemand. Verdammt. Das hier sollte eigentlich das Chemielabor sein. Mein Chemielabor. Hat gut geklappt. Aus sämtlichen Ritzen gekrochen wie Weltraumkakerlaken. Das sagst du immer wieder, Dutch. Und trotzdem bist du hier und schüttest den Leuten Drinks ein. Sie wissen schon, dass ich sie hören kann, oder? Sie sind Versuchskaninchen, verdammt. Ein Chemiker braucht nun mal Versuchskaninchen. Was er nicht braucht, ist, dass sein Labor von irgendwelchen Leuten übernommen wird, die einem Sachen schenken und nett sind. Das ist ja ein ganz spezieller Zeitgenosse. Okay, das war mal ein Chemielabor, sehr interessant. So sehen also die Chemielabore in der Zukunft aus. Na Mensch, das ist ja mal was Neues. Und ich weiß nicht, wozu man als Chemiker jetzt unbedingt Versuchskaninchen braucht, aber wird wohl ein Biochemiker sein. Die sind sowieso seltsam. Immer. Alles, was mit Bio zu tun hat, wird immer seltsam. Okay, was haben wir denn? Ja, Geschenke sind das Letzte. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist wirklich das Letzte. Leute, die ihnen Dinge schenken und ihnen helfen, ihren Laden aufzubauen. Das ist so rücksichtslos. Ja, nicht wahr? Und sie bringen immer mehr. Tische und Stühle, diese Bar, Lichter und... Moment mal. Sie machen sich über mich lustig, oder? Lassen Sie sich von Dutch nicht abschrecken. Er ist eigentlich ganz nett. Bin ich nicht. Und seine Drinks sind wirklich gut. Verdammt richtig, das sind sie. Ich meine... Hier,
Nehmen Sie einen Dirty Squirrel. Klingt vorzüglich. Und weiter geht's. Ich hoffe, mit Versuchskaninchen war nicht gemeint, dass du irgendwas Seltsames in die Drinks reinmischst. So, mit ihr rede ich gleich. Wir schauen uns nochmal ganz kurz um, ob hier nicht vielleicht noch irgendetwas anderes ist. Irgendjemand anderes vielleicht, der mit uns reden möchte, aber es sieht nicht danach aus. Also dann, reden wir mal mit Anand Tamari. Die scheint ja einen Quest für uns zu haben. Hey, ich habe mich gefragt, ob sie mir vielleicht helfen würden. Es wäre zum Wohl der Bar. Du meinst Labor natürlich, nicht wahr? Immer her damit. Also, die Leute helfen zwar mit, aber wir haben nur einen begrenzten Vorrat an Zutaten. Halten Sie Ausschau nach allem, was wir irgendwie für neue Drinks benutzen könnten. Und dafür dürfen Sie sie dann umsonst probieren. Und Dutch bekommt neben den Zutaten auch noch das gewünschte Versuchskaninchen, was? Genau. Win-win für alle Beteiligten. Außer für mich, so wie es klingt, glaube ich. Okay. Im Atrium der Hyperion nach Vorräten suchen. Warum nicht? Klar doch. So, das habe ich jetzt mal in die Zielführung übernommen. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Aber, naja. Kann ich das auch wieder rausnehmen? Keine Ahnung. Ist jedenfalls ein Riesenclub. Naja, sehr eher eine Bar, aber... In einer Bar ist eigentlich nicht ultralaute Musik laufen, ne? Stationsleiterin Cash bezüglich ihrer jüngsten Anfragen. In chronologischer Reihenfolge 29%, weitere Nitrate und vermutlich Sellerie. Was war die Frage zu drittens? Das würde mich mal interessieren. Natürlich muss genau in dem Moment, in dem ich das richtige Luftgemisch gefunden habe, wieder irgendein Idiot hier reinspazieren. Sind Sie nicht der Pathfinder? Dr. Camden. Leiter der Hydrokulturforschung. Geben Sie auf die Setzlinge Acht. Vielleicht habe ich die Luft ja mit mir gebracht, das Luftgemisch. Wer weiß, wer weiß? Sind Sie immer so unhöflich zu den Leuten, die hier reinkommen? Nur wenn ein einziger Fehler jeden auf der Nexus das Leben kosten könnte. Wie meinen Sie das? Die Hydrokulturen versorgen uns mit Luft, Essen und Wasser. Sie sind der zarte grüne Streifen zwischen uns und dem Vergessen. Während der Meuterei hätten wir das alles beinahe verloren. Jetzt bin ich dafür verantwortlich. Ja, ja, du bist der wichtigste Mann in der ganzen Initiative, ich weiß. Wenn Sie die Leute netter begrüßen würden, hätten Sie bestimmt mehr Helfer, um alles am Laufen zu halten. Ha, wie scharfsinnig. Falls es Ihnen nichts ausmacht, könnte ich ja vielleicht bei Ihnen damit anfangen. Ich brauche Proben der Pflanzenwelt in Andromeda. Unsere eigenen Exemplare sollten sich an sie anpassen können. Bringen Sie mir jegliche Pflanzen, die Sie finden. Im Gegenzug erhalten Sie eine Belohnung. Und meinen Dank. Das klingt nach sehr viel Scanarbeit. Pflanzenproben sammeln 0 von 10, okay? Also wir kriegen jetzt einen Haufen Aufträge, die wir so nebenbei immer mit erledigen können, wie es aussieht in den Missionen. Warum nicht? Finde ich jetzt nicht so falsch. Können wir das eigentlich? Nein, können wir nicht. Hätte ja sein können. So, hier ist sonst niemand weiter. Es ist halt abgesehen von den Questgebern ein bisschen leblos in den Ecken hier, habe ich das Gefühl. Ah, hier können wir auch hochgehen. Okay, dann können wir diese Empore gleich nochmal mitnehmen. Die man auch von der anderen Seite aus betreten kann. Und dafür bin ich in die Schule gegangen. Danke für nichts, Ausbildung. Was ist denn das Problem, mein Freund? Wo liegt das Problem? Ich habe überall auf der Station Energieausfälle und finde ums Verrecken nicht den Grund dafür. Oh, wow, Sie sind der Pathfinder. Hey, tut mir leid. Bitte beachten Sie mich gar nicht. Sie haben weitaus wichtigere Dinge zu tun. Also in den Pflanzen wirst du deine Ausfälle bestimmt nicht entdecken, würde ich sagen. Die Energieversorgung der Nexus ist ziemlich wichtig. Ich helfe gern. Das ist toll, denn ich weiß nicht mehr weiter. Wir haben offensichtlich an allen möglichen Stellen Kurzschlüsse. Das Auge eines Pathfinders kann vielleicht Licht in die Sache bringen. Wir haben hier einen Energieausfall und könnten den Bereich scannen. Was, hier, wo wir jetzt gerade sind, oder? Warum sucht der Kerl in den Pflanzen? Das finde ich irgendwie merkwürdig. Bist du der Ausfall? Hast du hier was in den Pflanzen versteckt, oder? Nein?
Okay. Ach so, ich kann die Dinger scannen. Beschädigte Ausrüstung. Okay. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass die Dinger scannbar sind. Aber okay, das ist in Ordnung. So, ich sehe aber auch keine Leitungen oder irgendwas, die wir jetzt hier per Scan verfolgen könnten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Das können wir ja alles noch irgendwann erledigen. Oder ich schaue mir das mal vielleicht auch, wenn es zu viele Nebenaufträge werden, dann mal abseits der Aufnahme an. Ich meine, ich muss ja jetzt auch nicht jeden Auftrag im Let's Play zeigen, theoretischerweise, ne? Wenn es solche kleinen Dinger sind. Das können wir ja ansonsten auch so nebenbei mal mitmachen und wir schauen uns dann einfach nur die Früchte unserer Arbeit an. Alles abgeschlossen hier? Sieht so aus. Ich gehe mal kurz auf die Karte, wir schauen uns mal an. Also es gibt zumindest Räume dahinter, aber da ist zumindest nichts weiter angezeigt momentan. Die werden vielleicht irgendwann später mal besetzt, wer weiß. Jo, alles zu. Alles zu. Dann schnell weg von hier. So, wo wir jetzt den Energieausfall genau beobachten können, weiß ich nicht, aber das wird sich bestimmt noch irgendwann aufklären. Ja, auch nicht? Nö. Gut, schauen wir noch kurz die Ecke hier hinten an. Und dann hätten wir zumindest auch diesen neuen Bereich der Nexus mal ergründet. Gibt's hier irgendwas für uns? Tech-Labor, okay. Ein Tech-Labor. Kommen wir hier auch durch? Nein. Gut, gehen wir mal hinein. Vielleicht springt ja irgendjemand rum, mit dem wir sprechen können. Aha. Nicht. Hallo Pathfinder. Hätten Sie Lust, im Dienste der Wissenschaft ein paar Steine zu klopfen? Warum rennst du aus dem Bild, Mensch? Das ist doch seltsam, mit nichts zu reden. Unbedingt. Worum geht es denn? Sam und ich haben auf Grundlage Ihrer Scans eine VI für geophysische Studien entwickelt. Die Beta-Version ist auf der Konsole dort. Testen Sie sie in der Praxis, dann überzeuge ich Direktor Edison davon, Ihnen ein Beraterhonorar zu zahlen. Wie klingt das? Ganz famos klingt das. Was auch immer ich dann machen muss, einfach nur auf das Terminal zugreifen. Das kriege ich hin. Noch ein Energieausfall. Ja, Scan? Okay, also ich scheine jetzt Geräte finden zu müssen, an denen was ausgefallen ist, oder wie sieht das aus? Scheint mir bald so. Dr. Aridana? Ach, die war doch vorher auf der Nexus, auf der Nexus, auf der Hyperion gewesen, oder? Doktor? Hallo Pathfinder, haben Sie kurz Zeit? Was kann ich für Sie tun, Doktor? Ich habe ein mathematisches Problem, wichtige Gleichungen, die nur ein Verstand wie der von Sam lösen kann. Es geht um merkwürdige Übertragungsmuster in der Geißel. Vielleicht nur zufälliges Rauschen, vielleicht nicht. Sam liebt neue Erfahrungen. Es ist eine Möglichkeit für ihn, sich mit Mathematikhausaufgaben zu beschäftigen. Angesichts der Komplexität und der Sicherheitsimplikationen empfehle ich, die Gleichungen direkt an den Sam-Kern zu übertragen. Ich habe sie für Sie auf einer optischen Speicherdisk. Mal sehen, ob ich Zeit habe. Danke, Pathfinder. Und danken Sie bitte auch Sam. Na klar, da gehen wir dann irgendwann mal auf der Hyperion noch bei Sam vorbei. Am Speicherkern. Und dann können wir das auch noch mit erledigen. Hier ist es verdammt dunkel in der Ecke, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier für eine Konsole? Geophysik VI Beta-Version, da haben wir es doch. Patch Notes, ich glaube, die müssen wir jetzt nicht durchlesen, oder? So spannend sind die, glaube ich, auch nicht. Aktivieren! Aktiviert? Gut. Und damit können wir dann jetzt Mineralien scannen, wenn wir wieder auf Planeten sind? Geht klar. So, Professor Herrick, mit dir haben wir, glaube ich, noch nicht geredet, oder? Pathfinder, diese Bioscans sind fantastisch. Könnten Sie uns vielleicht weitere Daten für unsere komparative Konservierungsstudie beschaffen? Ich habe doch sonst überhaupt nichts zu tun. Mir gibt doch niemand hier Aufgaben und niemand redet mit mir und niemand will was von mir. Natürlich immer her damit. Für was für eine Konservierungsstudie? Ah, meine Arbeit ist auf dieser Konsole dort. Aber kurz gesagt, wir vergleichen und konservieren Organismen aus beiden Galaxien. Wenn Sie dem Verzeichnis weitere Bioscans und Proben hinzufügen, kann ich Ihnen einen Finderlohn anbieten. Und? Interessiert? So viele Sachen, die wir machen können. Na, Wahnsinn. So, achso, das ist einfach nur das normale Forschungsterminal. Ja, das will ich mir ja, wie gesagt, mal abseits der Aufnahme anschauen, wenn ich es denn irgendwann auch mal hinkriege.
Müssen wir mal schauen. Okay, soviel also zum Forschungslabor, Tech-Labor, wie auch immer. Wie heißt's? Tech-Labor, ne? Steht nicht nochmal dran. Okay. Ja, damit hätten wir das auch ergründet. Hier hinten war Zuro, oder wie war das? Nein, war nicht. Achso, hier kommen wir einfach nur im Kulturzentrum wieder raus. Na dann, gehen wir mal hier von die Rampe runter und verlassen diesen Bereich. Ich denke, das reicht jetzt erstmal für den Bereich hier, für den Docking-Bereich. Und dann schauen wir mal, dass wir unsere Story ein bisschen weiter gesponnen kriegen. Moment. Hier müssen wir lang. Okay. Ab zum Habitationsdeck. Die Behörden warnen vor dem Verzehr einer von Habitat 7 eingeführten kirschähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantäne. Ja, davon haben wir ja schon gelesen. Also da sind wir ja schon top auf dem neuesten Stand. Mit den aktuellsten Neuigkeiten. So. Auf dem Habitationsdeck haben wir was zu tun? Gibt es hier irgendwas für uns zu tun? Ja, Aufgabe bessere Zubereitungen. Ach, im Atrium der Hyperion nach Vorräten suchen. Alles klar. Ja, das war ja diese Nebenmission, die wir gerade mit angenommen hatten. Für den Chemiker, nicht wahr? Oder Barkeeper oder was auch immer. Wer bist du? Wütende Frau. Sie. Ich. Hey, Pathfinder. Ich habe Ihnen was zu sagen. Gibt's ein Problem? Ihr Vater ist mein Problem. Er ist unser aller Problem. War, glaube ich. Wir bezahlen alle für Alec Ryders Ego. Er hat Jean Garstens Vertrauensseligkeit ausgenutzt und uns an diesen gottverlassenen Ort verfrachtet. Jetzt ist sie tot und wir werden ihr alle bald folgen. Klar, du wurdest ja auch gezwungen mitzukommen nach Andromeda mit der Pathfinder-Initiative, ne? Ist klar, du Hostin. Hostin? Was ist eigentlich die weibliche Form von Horst? Gibt es eine weibliche Form von Horst? Ich habe keine Ahnung. Falls ihr es wisst, schreibt es mir mal. Mich würde es sehr interessieren. Mir fällt gerade keine ein. Aber vielleicht müsste man mal schauen, wo der Namensursprung von Horst liegt, um eine weibliche Form dazu zu finden. So, mein Dad ist auch tot. Oh, ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Nein, wir gehen mal hier rauf. Mein Dad hat dieses Chaos vielleicht verursacht, aber ich werde es wieder in Ordnung bringen. Noch so ein Ego. Sie sind genau wie er. Sie glauben, sie schaffen das alles ganz allein. Fahren Sie zur Hölle, Pathfinder. Ja, wenn es dir hier nicht passt, kannst du ja wieder auf die Milchstraße gehen. Viel Spaß und viel Glück bei der Rückreise. So, wir haben da oben unser Sonar-Ding. Schlägt das hier aus, weil wir hier irgendwas scannen können? Ich glaube ja, nicht wahr? Ah! Kaskade-Hopfen. Saatze, Hopfen, Goldling, Hopfen. Wir haben Hopfensorten gefunden. Das heißt, wir werden Bier machen. Das klingt doch spannend. Den Hopfen ins Vortex bringen, das können wir ein anderer Mal machen. Wir müssen ja irgendwann wieder zurück. Dann zur Tempest. Von daher werden wir das dann mit tun. Ich glaube, ansonsten gibt es hier momentan nicht so viel zu erledigen, nicht wahr? Oder was ist hier für eine Treppe? Ach, das ist einfach bloß das Atrium. Okay. Ja, lass uns gehen. Ich weiß nicht. Ich müsste vielleicht mal die Missionen wechseln, nicht wahr? Hier steht auch nichts dran so richtig. Das ist irgendwie seltsam. Okay, lass uns doch einfach mal hier lang gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier aufgebaut ist. Es ist schon so lange her, dass ich gespielt habe. Ich muss zugeben, meine Pause war wirklich lang gewesen. Ach, hier vom Atrium aus konnten wir doch zum Sam-Speicherkern, nicht wahr? Ging das nicht? Mir war so, als wäre das hier gewesen. Ah, so ein bisschen ist doch noch was da im Gedächtnis hängen geblieben. Willkommen zurück, Ryder. So, ich habe Gleichungen für dich, aber das weißt du doch eigentlich. Wir sind doch verbunden miteinander. Dr. Aridana aus dem Tech-Labor hat ein paar Gleichungen gesendet, die du lösen sollst. Ich bin bereit. Übertragung läuft. Viel Spaß damit. Und... Hey, was zum... Sam. Chartcode entdeckt. Bitte warten. Oha! Sam... Versuche, Chartcode zu deaktivieren. Bitte warten. Kann ich irgendwas tun? Sam? Ist das eine weitere Fehlfunktion oder... Sam? Versuchst du mir irgendwas zu zeigen? Na Glückwunsch! Wir haben ihn kaputt gemacht. Das ist sehr beruhigend, wenn man bedenkt, dass wir damit dranhängen. Ja, machen wir doch einfach mal einen Reboot. Diese Konsolen, ist es das?
Okay, ich glaube, ich hab's. Wir machen einfach alles, was diese Holoprojektion sagt. Okay, ich glaube, ich hab's. Klar doch. Sam, rede mit mir. Hallo Pathfinder. Bitte initialisieren Sie die Konsole, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Geschafft? Ich glaube ja. Na, da haben wir nochmal Glück gehabt. Sam, was ist passiert? Die Gleichungen enthielten einen Trojaner, ein Virus, mit dem direkten Ziel, unsere Verbindung zu trennen und mich hilflos zu machen. Oh. Eine Wiederherstellung der Verbindung wäre nicht möglich gewesen. Die kleine Bitch, deswegen sollten wir das auch direkt zum Serverkern bringen, natürlich, weil sie hier irgendwie einen Trojaner reinspielen wollte, um uns zu trennen. Um so ein Virus herzustellen, wäre ein erstklassiger KI-Programmierer erforderlich. Ja, nur meine einzigartigen Anpassungen haben permanente Schäden verhindert. Entriegle die Tür. Wir müssen ins Tech-Labor. Mal sehen, was Dr. Aridana dazu sagt. Na, da bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt am Ende. So, bevor wir jetzt aber dahin marschieren, ganz wütend und sie zur Rede stellen, werden wir erstmal ganz kurz uns hier umsehen, ob es irgendwas Neues gibt. Also die Bücher kennen wir ja schon. Schusswaffe, ja, wir können uns hier wahrscheinlich neu ausrüsten, oder was ist das hier? Die erste Schusswaffe ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Lange her. Habe ich mir das schon mal angehört? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, die Audioausschnitte. Ich habe gerade Aufschnitt gelesen. Die habe ich mir ja eigentlich alle schon angeschaut, soweit. Gehen wir nochmal ins Archivsystem, vielleicht gibt's was Neues. Die persönlichen Logs ihres Vaters. Aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube, dass das alles schon soweit... Ja, verschlüsseltes Log können wir uns ja sowieso nicht anschauen. Das ist alles noch nicht freigeschaltet. Okay. Dann... Achso, das war auch ein Audioausschnitt. Stimmt, wir hatten mehrere Ausschnitte von Aria. Nicht Aria, wie hieß sie denn? Die andere. Doch, Aria? Ich bin gerade total verwirrt. Nein, Aria war ja Aria T'Loc, das war ja die Omega Queen gewesen. Wie heißt sie denn? Die ist Aria aus den Mass Effect Teilen davor. Ich komme gerade nicht drauf. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen, stehe ich mir neben mir. Die Tsoni. Mensch. Wie heißt sie denn? Eieiei. Mein Gedächtnis ist auch hinüber. Gut, wer warst du gleich nochmal? Wo wir schon von schlechtem Gedächtnis reden?